verstanden, ja. Ey, was los? Wallah, hier ist nicht Universum. Mach das nicht mit mir. Mach das nicht mit mir. Wallah, mach das nicht mit mir. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Saison beginnt bald, es ist wieder wunderschönes Wetter, man hört die Vögel zwitschern, Sonnenschein überall. Und ich bin natürlich draußen und möchte irgendwas an meinem Auto machen. Weil die Saison, wie gesagt, bald beginnt, habe ich natürlich ein paar Umbauten für dieses Auto bereit. Das heißt, jetzt kommt die Umbaureihe für dieses wunderschöne Prachtexemplar eines BMW 6ers. Zum einen gibt es da natürlich das bekannte Problem mit dem Lenkrad. Hier drin habe ich ein BBS-Lenkrad. Es ist so ähnlich wie das, was ich in einem Mercedes habe. Wie die Leute, die meine Videos schauen, wissen, worüber ich rede. Das werde ich auf jeden Fall hier einbauen. Falls es gut aussieht, falls nicht, kommt das in den Mercedes und das aus dem Mercedes in dieses Auto hier. Weil das ist halt komplett schwarzes Leder mit dunklem Wurzelholz. Das andere ebenso, aber das hat dann hier vorne erstmal auch noch Holzelemente. Das andere ist fast voll Holz und das ist halt mehr Leder als Holz. Und es hat 4 Speichen anstatt 3, aber das ist erstmal zweitrangig. Ihr wisst nicht, was für ein heftiger Kampf es war, die passende Lenkradnarbe zu finden. Natürlich, ich bin dankbar dafür, dass ich so ein Auto habe, wo ich kein Airbag drin habe und das Lenkrad überhaupt ändern kann. Aber für diesen BMW E24 633 CSI gab es im Internet einfach für über ein Jahr keine passende Lenkradnarbe. Ich habe hier einmal diese Lenkradnarbe. Das ist eine Nadi-Lenkradnarbe mit der Nummer 1083DK, aber das K ist unnötig. Das passt auch für 6er, aber nicht für den 6er, den ich habe. Und dann habe ich hier noch an diesem Lenkrad eins. Das Lenkrad hatte ich eigentlich nur gekauft wegen der Narbe, weil ich dachte, das wäre das Richtige. Aber es hat sich herausgestellt, ich weiß nicht, ob ich das hier noch irgendwie finden kann, um euch das zu zeigen. Da. Das ist auch 1083DK, das heißt, hier ist auch die falsche Narbe drauf. In diesem Auto habe ich schon ein wunderschönes Holzlenkrad, was ich auch sehr, 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 sehr wild finde. Oh yeah. Wenn man das abnimmt, Holz, Holz sage ich, Chrom, einfach sexy. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey, das kann ich noch. So sieht das jetzige Lenkrad aus. Die Hub habe ich rausgenommen, weil ich die mit einem anderen Lenkrad zusammen verkauft habe. Aber ich finde, dieses Holz ist einfach zu hell. Es ist geiles Wurzelholz, aber es ist zu hell. Hier vorne kann man auch meinen Schaltknüppel sehen. Knüppel jetzt eher nicht, weil es eine Automatik ist mit 3 Gängen oder so. Aber da vorne sieht man halt meinen Schalter. Kann ich zoomen? Yes. Und der ist halt dunkler. Das sticht nicht so hart ins Auge, aber für den Fahrer natürlich. Ich bin die ganze Zeit hier vorne und ich bemerke das halt. Ich sehe das und ich komme damit nicht klar. Deswegen wollte ich, dass das Lenkrad zumindest genauso dunkel ist wie dieses Holz hier. Wie ein kleiner Spiegel war. Wie geil. Deswegen geht es jetzt einmal ans Lenkrad umbauen. Zuallererst nehme ich hier natürlich einmal mein Bitset zu Hilfe. Ich nehme an, dass es 25er sind. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Kontrollieren wir mal hier rüber. Ne, das sehe ich jetzt schon, dass es ein bisschen zu klein ist. Sind sogar doch niedriger. Und ich weiß, das sind Torx, das andere nicht, aber das funktioniert auch. Solange man dazwischen halt irgendwas tut, um das zu schonen. Und das ist ja zum Beispiel vergoldet, um hier keine Kratzer hinzuzufügen. Ne, ich glaube, ich muss rein und mein ganz normales Werkzeug dafür holen, um das zu entfernen. Aber vorher versuche ich es nochmal hier mit dem Zehner. Ne, der Zehner ist auch zu klein. Ich gehe rein, hole das passende Werkzeug und dann sehen wir uns wieder. Das sieht wild aus. Ich war jetzt drin, habe hier einmal mein Bitset und habe auch dieses Teil hier. Und ich bin mir sicher, dass es mit diesem Immus auch passen sollte. Das passt perfekt. Sehr gut, so muss das sein. Aber der da drin ist ja von Raid, das ist eine andere Marke offensichtlich. Und die haben auf jeden Fall nicht so einen kleinen Imbus, sondern einen bisschen größeren. Deswegen ist es sogar ganz gut, dass ich jetzt mein Bitset habe. Ich werde jetzt aber erstmal das Lenkrad komplett rausnehmen mit der Narbe zusammen. Das heißt, da ist es erstmal egal, ob ich die Narbe vom Lenkrad löse oder nicht. Dafür hole ich jetzt einmal meinen fetten Schraubenschlüssel und das Lenkrad da raus. Schraubenschlüssel in der Hand. Mein Chicken Wing ist an meinem Spiegel und ich bewege mich jetzt ganz sexy in dieses Auto hier rein. Ja, wie gesagt, die Hupe ist auf jeden Fall verkauft worden. Da hat es mal was Gutes, dass hier direkt keine Hupe drin ist, die ich erstmal lösen muss. 23er sollte hier passen. Ich platziere euch einmal hier. So. Ach ja, ich hatte das nur provisorisch rausgenommen.
oder eingebaut damals. Nicht wundern, dass ich jetzt irgendwie keine Kraft anwenden musste. Und jetzt im Licht kann ich euch einmal besser zeigen, was ich hier mit Farbunterschied meine. Und ja, das ist Blue Iced White Dragon. Du wolltest doch eine Revanche, Seto Kaiba. Hier hast du sie. Und diesmal wird das Schicksal auf meiner Seite sein, du aufgeblasener Windbeutel. Das ist halt sehr, sehr helles Wurzelholz und das sehr, sehr dunkles. Und das beißt sich halt, ne? Das sieht nicht schön aus. Bevor ich das rausnehme, muss ich mir mal natürlich merken, wie das hier zentriert ist. Ich würde sagen, es ist nicht gerade, es ist so 1 bis 2 Zähne nach rechts versetzt. Das muss ich mir merken. Dann tun wir euch einmal hier beiseite. Vorsichtig. Diese Teile auf keinen Fall verlieren. Ich habe jetzt das alte Lenkrad draußen, habe das neue auch nach hinten gepackt. Hier vorne auch die hoffentlich passende Narbe. Und das werden wir aber gleich versuchen dran zu machen. Und dann ist mir eingefallen, warte mal. Hier habe ich ja nur noch 2 Schaltwippen. Oder Wippen, wie nennt man das? Hebel? Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ich glaube, das war ein Hebel. Und ich hatte eigentlich 3 hier. Den einen habe ich kaputt gemacht. Und das war die sogenannte Geschwindigkeitsregulierung. Cruise Control stand eigentlich drauf. Also ich habe hier einen US-Import deswegen. Und das ist sowas wie ein Tempomat. Und mir ist eingefallen, warte mal, wenn ich das schon mal rausgenommen habe hier, kann ich mich hier auch direkt hier dran setzen und meine Geschwindigkeitsregulierung wieder dran bauen. Das Teil musste ich mir auch extra bestellen aus Amerika. Aber habe ich bekommen. Hier vorne löst sich das leider. Aber glaubt mir, diese Ersatzteile findet ihr nicht. Die gibt es nicht mal bei BMW. Deswegen löse ich jetzt einmal hier die untere Abdeckung und versuche dann einmal meine Geschwindigkeitsregulierung hier dran zu setzen. Weil das wäre, glaube ich, Nonplusultra. Wenn ich ein 40 Jahre altes Auto habe mit Tempomat. Leute, Baujahr 82 Tempomat. Die Autos heutzutage haben nicht mal serienmäßig Tempomat. Also OG-Move. Deswegen bauen wir jetzt einmal mein Tempomat dran und hoffentlich passt es danach auch. Hier vorne habe ich das Teil abgebrochen. Das kann man auch ganz gut erkennen. Das war leider ripped danach. Wie es aussieht, muss ich hier nur diese Schraube hier lösen und anschließend den Stecker und dann habe ich das auch. Ist ja direkt in meine Hand gefallen. Heftig. Dieses Teil ist die Rückseite von diesem Teil, kann man ganz gut erkennen. Ich muss jetzt einmal diesen Stecker hier noch finden, anschließend den hier lösen. Das ist halt schon echt abgeknibbelt, aber da werde ich einfach mal von hier bis hier so ein schwarzes Band rumwickeln, damit man das auch gar nicht mehr sieht. Jetzt kann ich auch schon den neuen Stecker hier reintun. Den alten muss ich da einmal gleich rausschneiden. Das Teil ist jetzt dran, aber wackelt doch noch ein bisschen mehr als gedacht. Vor allem, wenn ich den hier nach vorne und hinten bewege. Das sollte nicht der Fall sein. Deswegen platziere ich euch einmal hier ganz sauber neben mir. Ja, ein bisschen ist auf jeden Fall noch. So. Kontrolle, dass der Rest auch passt. Passt perfekt wie angegossen. Und jetzt geht's an den guten Scheiß. Wir holen das wunderschöne BBS-Lenkrad von hinten mal nach vorne. Hier kann man auch sehen ganz gut, dass das hier sehr, sehr fein verzahnt ist. Und das hier dann doch noch ein bisschen gröber. Deswegen passt das leider nicht. Und die hier muss ich jetzt einmal ganz vorsichtig und sanft raushebeln. Und hier haben wir auch schon die neue Narbe. Und das genügt auch schon. Und jetzt die Stunde der Wahrheit. Ich sag's mal so, das genügt auch schon. Jetzt die Stunde der Wahrheit. Bitte, bitte, ich habe wirklich so lange gewartet. Pass einfach da drauf. Ich habe dich überall gesucht. Oh ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, es passt. Ach du Scheiße. Ey Leute, ich habe wirklich so lange danach gesucht und ich habe endlich jetzt die passende Narbe für dieses Lenkrad. Das heißt, hier kommt ein wildes, wildes BBS-Lenkrad rein. Und man sieht auch dunkles Holz, 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 Holz. Man sieht auch dunkles Holz, dunkel Holz. Holz, Digga, Holz. Das sieht Bombe aus. Baum ist das offen. Zack. Boah, jetzt noch die wunderschönen goldenen Elemente hier rein. Sieht auch wunderschön aus. Halt ein goldschwarzes BBS-Logo. Die Leute, die meine Videos schauen, wissen, wie das aussieht.
Ach du Scheiße, ich beende das jetzt einmal und dann geht's auch schon weiter. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Ihr fragt euch sicherlich, warum hier noch eine Folie drum ist. Ich wollte natürlich nicht, dass dem Lenkrad hier irgendwas passiert, während das eingelagert wird. Und das muss auch einmal hier aufbereitet werden. Hier vorne kann man noch ganz gut sehen, dass das Lenkrad schwarz ist. Ah, und ich wollte eigentlich noch diese Blende rausnehmen, das einmal hier Tiefenpflege machen. Ja, das ist doch noch ein bisschen verstaubter als gedacht. Das mache ich dann auch noch die Tage. Aber hier vorne sieht man halt, erkennt man das im Video überhaupt? Ja, komm. Hier ist die Farbe halt auch schon ab. Das muss einmal wieder hier aufbereitet werden, damit es sexy aussieht. Ich kann das einfach mal so lassen, das ist egal. Mir fällt gerade auf, ich habe das Lenkrad wunderschön hier drauf gezogen, alles festgemacht. Aber ich muss ja hier noch die Lenkradabdeckung draufballern. Aber ich denke, das geht auch so, weil der hier halt nur von hier unten befestigt wurde, von da unten und hier oben zwei. Die mache ich dann jetzt einmal und dann gehen wir auch wirklich, wirklich raus. Das Lenkrad ist angebaut und ich habe ein Tempomat. Besser geht's nicht für den Anfang. Das ist das wunderschöne Auto. Es ist wie gesagt ein 6er BMW, ein E24 633 CSI aus dem Jahre 1982. Es ist ein US-Import, wie man halt an diesen Teilen hier erkennen kann. Natürlich hat es hier und da ein paar Schönheitsfehler, aber das gehört dazu. Wie man unschwer erkennen kann, glänzt das Auto auch wunderschön. Es wurde frisch lackiert. Frisch heißt, es wurde vor einem Jahr lackiert. Dazu habe ich auch ein paar Videos gemacht. Es hat schon einen Frontspoiler bekommen, es hat diverse neue Teile bekommen, aber auf diese Teile gehe ich später ein. An sich würde ich das Auto gerne rausfahren und im wunderschönen Sonnenlicht begutachten, weil die Sonne scheint halt schon echt schön. Aber kann ich nicht, weil ich hier vorne halt noch ein bisschen was zu tun habe. Wie man unschwer erkennen kann, lädt auch gerade die Autobatterie auf. Derzeit haben wir wunderschöne BBS RC, nein Spaß, einfach nur normale Styling 5er, mit diesem schwarz-goldenen Deckeln, Emblem. Und ungefähr dieses Emblem wird dann auch auf dem Lenkrad sein. Unnormal sexy. Nice. Hier vorne sehe ich gerade, fehlt mir hier die Kappe. Die habe ich aber drin. Die Räder habe ich angebaut, bevor ich das Auto reingefahren habe. Sprich, diese wunderschönen sexy Felgen wurden auf diesem Auto nie wirklich bewegt. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe wunderschöne neue BBS-Felgen für dieses Auto. In den letzten Videos habt ihr es gesehen. Aber bleibt gespannt, in den nächsten Videos werden diese Felgen auf dieses Auto gesetzt. Ich sag mal so, das sind 15 Zoll, die nächsten sind 17 Zoll und zweiteilig und golden, also richtig, richtig, richtig geil. Hier, es glänzt halt alles wunderschön, es hat hier und da ein paar Schönheitsfehler. Hier vorne, wo zum Beispiel die Dichtung mit lackiert, aber das habe ich extra so gemacht oder machen lassen, besser gesagt. Nochmal danke an Lukas dafür, dass er es wirklich sexy lackiert hat, aber wir müssen noch ein bisschen reden hier. Ja, weil das halt dicht bleiben soll, wenn ich das hier auseinanderbaue und dies und das, ist halt wirklich mit enorm viel Arbeit verbunden und das wollte ich nicht. Hier oben hängt schon ein Styling, nee, was für Styling, ein Zender Front Spoiler. Der passt leider nicht auf dieses Auto, der wird auch verkauft, also falls ihr Interesse daran habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, hinten sieht es auch wunderschön aus, aber was man natürlich wirklich erkennen kann und was direkt ins Auge sticht, ist dieser hässliche Teppich. Ich habe hier vorne diese Abdeckung, die Huderplan-Abdeckung alle abgebaut und neu erfrischt, sage ich mal, wurden alle frisch lackiert, frisch beklebt. Natürlich nicht wunderschön, aber das war wirklich First Try im Wohnzimmer, richtig merkwürdig, aber ich habe es gemacht, es hat auch geklappt. Meine Mutter hat sich nicht darüber gefreut, sagen wir so. Und hier vorne löst sich das halt, das sieht richtig scheiße aus. Aber es ist ein bisschen kompliziert, diesen Teppich da rauszubekommen, beziehungsweise auch einen neuen dafür zu bekommen. Neue gibt es nämlich gar nicht mehr. Sprich, hier werde ich auf jeden Fall einen eigenen zurechtschneiden müssen. Dafür muss ich den einmal hier rausbekommen, aber es sollte auch kein Problem sein. Ich decke das Auto mal zu und bewege mich dann langsam wieder hier raus. Ich habe eine richtig wilde Abgasanlage, die hört sich auch unnormal brutal an. Ich würde euch gerne was einblenden, aber vielleicht mag ich es, vielleicht nicht. Ansonsten müsst ihr halt in den nächsten Videos vorbeischauen. Es ist nämlich eine wunderschöne Straight-Pipe-Anlage. Ich habe keinen Cut. Ich habe keinen richtigen Auspuff, da ist ein Sportauspuff drauf von Magnaflow, glaube ich. Und das wird auch so abgenommen vom TÜV, Daumen nach oben. Deswegen ist aber die Steuer auch so hoch. Und wir werden versuchen, Road to H Kennzeichen, das heißt, bald geht es mit dem zum wunderschönen TÜV oder Dekra. Ja, GTÜ könnte auch sein, wissen wir nicht. Und dann werde ich versuchen, den abnehmen zu lassen. Leute, wie sexy sieht das aus? Ich mache mir hier mal einen Karton wieder zu. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht brutal aussieht. Und wenn da noch neue Felgen drauf kommen. In den nächsten Videos habe ich auch noch hier Sachen geplant für die
äußere Verkleidung. Da wollte ich eigentlich noch drauf warten, ob ich das Auto polieren lasse oder nicht. Aber ich denke, das sollte passen. Hier kommen wunderschöne goldene Alpina-Dekors rauf. Von vorne bis nach hinten durch. Das wird auf jeden Fall einen miesen Unterschied machen. Viel gibt es da nicht mehr zu sagen. Falls ihr irgendwelche Fragen bezüglich des Autos oder allgemein die Videos habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao.